Das ZSC Lions TV Update wird präsentiert vom Hotel Meiringen, das moderne, gediegene Hotel mit den persönlichen Noten im Herz der Schweiz. Der ZSC hat ganz knapp Stängeli verpasst. Vor 7.875 Zuschauern steht der Rapperswil mit 9-3 und hat jetzt 58 Punkte mehr auf der Rangliste wie St. Galler. Zweimal geht es allerdings in Rückstand im ersten Drittel. 0-2 und 1-2. Da ist man noch zu wenig konzentriert und hat alle zu leicht genommen im Mitteldrittel. Dann zieht der ZSC davon vom 1-2 zum 6-2. Spannung nochmal im Schlussdrittel. Allerdings der Match schon entschieden. Aber der ZSC nicht ganz konzentriert. Er kann 6 Minuten Überzahl spielen. 2 Minuten davon sogar mit 2-mal mehr. Aber es ist nicht gelungen. Mit der Vollständig ist es besser gegangen und schlussendlich hat man stolze Resultate von 9-3 erzielen. Torschützen für den ZSC: Keller, Bastel, Fritsche, Gunti zweimal, Nilsson, Blindenbacher, Baltisberger zweimal. Und weil es so schön ist, nochmals Resultat: ZSC 9, Rapi 3. Severin Blindenbacher, schlussendlich hat doch noch Erfolg geklappt. 9-3 Erfolg. Da hat man eigentlich gedacht, heute hätten wir sogar ein Stängeli können schaffen. Ja, als Fan kann man das vielleicht denken oder irgendwie erwarten. Als Spieler probiert man halt ja, so viel Goal wie möglich zu schiessen. Leider hat es nicht für ein Stängeli gelungen, aber ich glaube, ein 9-2 nehmen wir auch, oder? Es ist ja nur Resultatkosmetik, dann auch ein Stängeli gibt keinen Punkt mehr wie 3. Angefangen Sevi hat es gar nicht so gut beim ZSC, zweimal im Rückstand. Da hatte ich auch den Eindruck, man ist ein bisschen zu wenig konzentriert in das Spiel hineingegangen. Ja, ist natürlich schon so. Eben, wenn der Leader gegen den spielt, der als letzter platziert ist in der Meisterschaft, dann ist es schwierig. Es gibt so oder so ein schwieriges Spiel. Ich meine, die einen haben es quasi nicht mehr nötig und die anderen sind verzweifelt, sich am Aufkämpfen. Ja, vielleicht war am Anfang ein bisschen Unkonzentriertheit da gewesen, aber eben, ich meine, es zeichnet unsere Mannschaft aus, dass wir das Resultat am Schluss so angebogen haben, dass es ziemlich klar aussieht, glaube ich. Hat dann der Trainer in der ersten Pause euch wachgerüttelt? Nein, wir haben uns gegenseitig wachgerüttelt. Das liegt nicht am Trainer, in so Spielen uns wachzurütteln. Das ist auch ein Charakter, eine Charakterfrage von einer Mannschaft. Oder? Wir sind aufgestanden, wir sind zusammengestanden und gesagt, wir müssen das Brücke hier rühren. Das haben wir gemacht und ja, am Schluss 9-2. Ziemlich klar. Tolle Leistung vom ZSC und der Severin hat gesagt, wir brauchen keinen Trainer, der uns wachrüttelt. Das machen wir selber. Er ist einer davon, der gerne Mannschaft führt. Danke schön vielmals, Severin. Toi, toi, toi. Zum dritten Mal in Serie der Tim Wolf im Goal von der ZSC Lions. Und mit ihm kann man gar nicht verlieren. Heute allerdings kein Shutout wie gegen Kloten. Ja, heute hat es leider nicht gelangt für einen Shutout. Klar, ich konnte nicht ganz an meiner Leistung anhängen vom letzten Mal, aber wir haben sehr gut hinten defensiv gespielt und haben somit vorne viel Goal schiessen. Allerdings, im ersten Drittel hat man das Gefühl gehabt, wo du ja 2 Goal bekommen hast, da ist man bei deinen Vorderleuten nicht so konzentriert und entschlossen gewesen. Ja, ich glaube, wir haben wirklich Startschwierigkeiten gehabt, aber wir haben uns nach einem guten Spiel hineingespielt und sind somit gut hineingekommen. Immer ist es besser geworden. 0-1 Rückstand, 1-2 Rückstand. Dann hat der Match gekehrt in den Mitteldrittel. Dann ist alles rumgelaufen. Ja, genau. Eben ab der Mitte haben wir noch die kleinen Sachen wieder angefangen gut machen und dann somit unsere Spiele können spielen. Und wenn wir unsere Spiele so spielen, wie wir wollen, dann funktioniert das vorne auch. Im letzten Drittel dann anfänglich gute Möglichkeit. 6 Minuten Überzahl, wovon 2 Minuten sogar mit einmal mehr. Dort hat es nicht geklappt. Da haben wir sich gesagt, was wir in Unterzahl nicht vollbracht haben, machen wir natürlich mit normalen Bestand. Und dann ist es nochmal herrlich rausgekommen. Ja, genau. Wir haben dort unsere Chance nicht ganz können nutzen. Und haben es nachher bei 5-5 nochmal genutzt. Und somit ist es nachher sicher auch zufrieden gewesen. Dreimal in Folge hast du jetzt gespielt. Jedes Mal gewonnen. Und dann denkt man, mein Gott, ich möchte eigentlich lieber noch etwas länger im Goal sein. Ja klar, man würde immer gerne spielen, das ist klar. Ja, der Luke war jetzt krank. Ich nehme so, er wird jetzt wieder fit sein und für die weiteren Spiele werden wir weiter schauen. Du hast der Tim Wolf, heute erfolgreich, wahrscheinlich im nächsten Spiel wieder Ersatz, aber das zeichnet ihn aus. Er ist voll dabei.